Ja, moin, mein Name ist Marc Timmer. Ich bin Mitglied der Landtagsfraktion der SPD. Und wir hatten in der letzten Woche Plenum. Und im Plenum waren wirklich spannende Themen, die wir dort diskutiert haben. Also aus meiner Sicht die Highlights. Einmal Industriepolitik. Wir brauchen tatsächlich bei der Industriepolitik für Schleswig-Holstein mehr Strategie. Wir brauchen mehr Personal, die sich wirklich konkret um Ansiedlungspolitik kümmern, die sich darum kümmern, was braucht die chemische Industrie in Brunsbüttel? Wie sind unsere Vorstellungen? Wo wollen wir mit der Industrie in 5 Jahren sein? Wir brauchen ein viel strategischeres Vorgehen. Im Moment ist es sehr klein von der Landesregierung. Das gefällt mir nicht. Wir brauchen da wirklich klare Konzepte. Das führt mich auch zum zweiten Antrag zur Europapolitik. Unser Landwirtschaftsminister ist gleichzeitig auch Europaminister, aber da kommt nichts. Auch da gibt es viele Aspekte, die für Schleswig-Holstein wichtig sind. Inflation Reduction Act von der USA gibt es. Die Kommission setzt die grüne Industriepolitik dagegen. Was heißt das denn für uns in Schleswig-Holstein? Wie können wir da besser von profitieren? Es sind Riesenchancen, die wir dabei haben. Dann gibt es weitere spannende Themen, zum Beispiel die E-Zigarette. Das ist ein Wegschrott. Das wollen wir weghaben. Klare Position der SPD. Zu Krankenhausfinanzierung haben wir lang und breit gesprochen. Wir brauchen da viel mehr Klarheit, was die Investitionen angeht. Es fehlt an Geldern. Wir müssen die Krankenhäuser ertüchtigen, ihre Aufgabe zu machen und letztlich für die Daseinsvorsorge in Schleswig-Holstein am Start zu sein. Dann haben wir mit Sophia Schiebe eine glaubwürdige Politikerin, die im Bereich der Kita unterwegs ist. Was wir gefordert haben, beantragt haben im letzten Plenum war, die Kosten wegzunehmen vom Mittagessen. Also alle Kinder kostenfreies Mittagessen. Das war unser Vorschlag, leider von der Landesregierung abgelehnt. Das war es aus meiner Sicht, die wichtigsten Punkte. Aber es gibt natürlich noch viele, viele andere wichtige Punkte. Lest es euch nach. Das Plenum aus der letzten Woche im Internet verfügbar. Alle Informationen, auch die Videos der Reden und so weiter. Total spannend aus meiner Sicht und ich freue mich schon aufs nächste Plenum. Also erstmal viel Spaß und alles Gute euch. Tschüss. Stopp, stopp, Felix. Eine Sache habe ich noch vergessen und zwar, wir hatten auch eine Diskussion zur Atomenergie. SPD sagt, keine weitere Verlängerung der Atomenergie. Am Mitte April ist endgültig Schluss mit dieser industriepolitischen Verirrung. Also Atomenergie, nein, danke. Die FDP und die CDU wollen das unter Umständen weiter verlängern. Ist aber schwierig, weil ohne weiteres kann man das nicht so verlängern. Der Streckbetrieb ist ausgelutscht. Wir brauchen neue Brennstäbe, dauert unglaublich lange, 1,5 Jahre. Also es ist nicht wirklich eine Maßnahme. Deshalb, ich bin froh, dass die Atomenergie jetzt zu Ende läuft. Und damit sollte man es belassen. Alles andere ist wirklich Quatsch.